Abend. Guten Abend, Chief. Abend. Abend. Ja, schön, gefällt mir. Ja, das ist das neue PD. Wie ihr seht, sehr großzügig angelegt. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Warum ist Hobbs da vorne? Und ich habe einen Crash. Fuck. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, denn wir hatten einen Patch. Der erste Patch gehört zum Crash. Der erste Crash gehört zum Patch dazu. Das ist ganz normal. Hallo. Ich muss mich kurz umziehen und bin dann gleich da. Okay. Krüger, ich grüße Sie. Chief, guten Abend. Grüße. Hallo. Huckleberry. Hacke dreht sich. Sie dreht sich? Nicht in der angenehmen Richtung, nehme ich das Klo runter, sondern die umgekehrte. Dann kommen Sie mal, kommen Sie mal. Ich muss jetzt mal nach unten noch Ausrüstung holen. Geben Sie mir einen Abriss. Beschwerden überhaupt? Von Kollegen, die auch in Richtung Strafvereitelung gehen. Habe ihnen eine mal weitergeleitet als E-Mail. Winters hat Supervisor-Verbot und macht jetzt 2 Stunden Leitstelle auf meine Anweisung hin. Ich brauche mal dich. Gleich, gleich. Habe ich nämlich gestern auf Drogen erwischt. Wen? Hobbs? Winters. Ach du Scheiße. Mit Kadetten im Schlepper, privat auf irgendeinem so Rave, nackt tanzend. Ja gut, das ist privat. Ne? Ja, aber trotzdem in seiner Funktion als Vorbild, als Supervisor und als Vertrauensofficer eigentlich nicht hackbar. Das habe ich ihm auch nochmal gesagt. Ich wollte Ihnen was zeigen, ob das okay ist. Ja, zeigen Sie. In meinem Büro hinten. Ich habe hier Lager einrichten lassen. Da haben jetzt unsere Autoteile reingeladen. So müssen wir, können die Leute von mir selbstständig die Auto befüllen, müssen nicht immer über die Asservatenkammer gehen. Sind das mehrere Lager? Ja, das sind 4 Stück insgesamt. Großartig. Und hier können sie die Waffen mal ablegen, wenn keiner da ist mit Code, dann wird es von uns geleert und in die Asservatenkammer gebracht. Oh, sehr gut. Ist das okay, ja? Ne? Ja, klingt fantastisch, Marino. Gute Arbeit. Okay. Ist ja mein Reich, muss ich ein bisschen einrichten. Ihr braucht bloß noch einen Teppich oder so. Ja, sonst können Sie sich von mir aus, können Sie sich ja auch einen Teppich reinlegen, ja. Ja, ja. Aber hier haben, das ist ja, sehen Sie, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Sie haben so viele Lagermöglichkeiten hier. Viermal Lager habe ich jetzt da, also insgesamt 2 Tonnen kann ich hier lagern. Sogar ein Hochregal, großartig. Großartig. Ein Gabelstapler noch. Okay. Obwohl ich jetzt bei Paletti nachgefragt habe, ob man dieses Mittelregal nicht entfernen kann, dass ich ein bisschen mehr Platz hier hätte. Ja, aber wenn Sie da so viel noch abstellen können, ist das schon wichtig. Naja, das kann man ja dann auch dann rüberlegen, ne, an der Wand, die Regale dann. Sie können ja mit Paletti mal sprechen. Ich hab mit denen schon, ja. Naja, kann ich jemanden anwechseln? Ja. So. Na, also das heißt, wenn Sie Besprechung haben, dass die Leute sagen, sie können ihre Teile hier reinlegen vor die Autos, was sie leer machen. Und auch ihre Waffen hier ablegen. Wir tun regelmäßig leeren und bringen das in die Asservatenkammer. Okay. Dann müssen wir den Code nicht so viele geben, ne? Ja, das macht Sinn. Ich muss gerade mal. Richten Sie das erstmal ein, so für sich, damit es klar ist, bevor wir solche Anweisungen geben. Es ist eingerichtet, alles fertig. Ich habe die Leute schon teilweise Bescheid gesagt. Okay, wenn das so bleibt, dann ist es in Ordnung. Ja, genau. Bleibt so. Okay, dann muss ich hier nochmal Ihre Überweisung machen. Das sind 100. Das ist die Monatsüberweisung, nicht? Von daher hat es dabei, jeden Monat. Alles klar. Okay, gut, alles klar. Dann noch was für die Besprechung, weil ich gestern den ganzen Tag draußen war. Es wird heute keine Besprechung geben, wir haben 21 Uhr. Das machen wir morgen. Alles klar. Schreiben Sie mir am besten Themen mal per SMS auf, weil ich das dann immer vor der Besprechung zusammentrage. Oder ja, werde ich das nicht schaffen. Alles klar. Okay. Ach, Koslowski. Hi. Ich habe Sie gar nicht erkannt mit Ihrem Hut. Wollen Sie was von mir? Ich wollte eigentlich nur eine kurze Info weitergeben. Erinnern Sie sich noch an einen dieser Verrückten, die den Staudamm sprengen wollten, den wir dann auch mit Riesentrara zum Flughafen gefahren haben, dass der ausgeflogen wird, Macaroni oder so ähnlich? Ja. Da eine SMS bitte. Der ist wieder im Staat zurück und soll hier wohl resozialisiert werden. Wollte ich nur mal kurz Bescheid geben. Was? Ja, Richter, den haben wir gerade bei Tyanats aufgegriffen, weil wir einen Anruf bekommen haben, dass der da rumrennen soll. Und dann wir haben den ja eigentlich nach Texas ausgeflogen. Dann haben wir den erstmal an der Flucht gehindert. Richtig, hat er die ganze Zeit rumgepult. Er hätte das mit Richter Doyle, würde da Bescheid wissen. Dann habe ich halt bei Richter Doyle mal angerufen. Und Richter Doyle hat mir bestätigt, dass er im Staat ist und dass Texas ihn quasi zurückgeschickt hat und er hier im Staat resozialisiert werden soll. Er läuft jetzt hier quasi erstmal frei rum. Resozialisiert. Ja, nachdem man Staudamm sprengen wollte. Terroristen. Okay, alles klar, ich weiß Bescheid, danke. Nur, dass Sie darüber Bescheid wissen. Die ASU, wo ist ein Walker?
Okay. Ist der schon da? Danke. Auch immer da. Ich habe die ASU-Anweisung bekommen, dass die erstmal nur vom PD Mission Row starten dürfen. Starten und landen nur vom PD Mission Row. Ja, schon da. Ich gebe das durch. Mhm. Ja, Walker, folgendes. Geht bitte an die komplette ASU durch. Wir haben gerade ein paar strukturelle Probleme auf dem Dach. Nur starten und landen vom alten PD aus. Achso, ja. Verstehst du. Genau. Ich habe das jetzt nochmal gegenchecken lassen. Das wird außen, das wird ausschließlich unsere ASU-Außenposten. Wenn sie ASU-Arbeit machen, ist das PD Mission Row, ja? Ja, gut. Das ist wichtig. Super, danke. Perfekt. So, dann noch ein paar kleine Randnotizen. Ich habe auf die beiden höchsten Kennzeichen, also zahlenmäßig höchsten Kennzeichen jedes Fahrzeugtyps, grob spurige Reifen aufziehen lassen, mit denen wir sowohl Geländefahrten machen können, falls wir mal was haben, aber auch wenn der Schnee fällt, dass wir da ausgestattet sind. Betrifft dann erstmal 11 Fahrzeuge. Ja, Moment. Okay, alles klar. Weiter geht's, kommen Sie. Dann habe ich jetzt ein paar Mal schon darauf hingewiesen, dass wir die Privatfahrzeuge hier ein... Grüße. Die Privatfahrzeuge müssen wir einparken. Ja, ja. Die vor der, wir haben ja extra einen Garagenwächter bekommen. Genau, genau. Da weisen wir jetzt noch ab und zu drauf hin im Funk. Ja, wurde sich ein bisschen beschwert, dass das Streifenblatt in letzter Zeit etwas schleifen gelassen wird. Okay, das müssen wir für morgen kanalisieren. Ja, ja. Ich sage Ihnen das dann morgen vor der Besprechung nochmal, so ein paar Kleinigkeiten eigentlich nur. Dann haben wir noch die Hauptsache. Hm, machen wir gleich. So, ich rufe Sie gleich rein. Ich muss noch kurz was klären. Klar. Okay. Also ich habe Ihnen das mal per E-Mail weitergeleitet. Erstmal muss ich das machen. Check. Okay, sehr geehrter Herr Lynch. Ich habe am Freitag den John mir ein bisschen zur Brust nehmen müssen. Den Management John? Nee, den Co-Chief Justice John. Ach, den Richter John, ja, ja gut, ich, mit Pfeife. Der hat nämlich sich im Walkhof geschnappt und hat ihm wegen fehlerhafter Akten, die verurteilt wurden, weil Staatsanwälte nicht warten, bis die Akten ausgefüllt sind, mit COCP-Verstößen gedroht. Oh Gott. Und das halt nicht direkt bei mir, sondern halt bei Walkow, der halt nur abgefangen hat und überhaupt nichts dazu sagen konnte. Da habe ich mir alle 4 Akten, die vorgeworfen wurden, angeguckt und die wurden halt von Staatsanwälten verurteilt, bevor die Informationen darin verarbeitet werden konnten. Das heißt, die haben die halt zugemacht, beziehungsweise haben die halt verurteilt, bevor da Inhalt in den Akten waren. So, falls bei Ihren Mitarbeitern anders wahrgenommen wurde, möchte ich mich ausdrücklich für das Missverständnis entschuldigen. Ich schätze Ihre Arbeit in der Arbeit irgendwas. So, Richter John habe ich. Walkow, Punkte für den Appell. Ruhepunkt. Okay, das ist klar. Evans, okay. Okay, Übergabe. Gut, alles klar. So, E-Mail haben Sie gesagt. Kurzfassung, bei einer Schießerei wird ein Tatverdächtiger aufgegriffen. Er soll einmal wenigstens gecheckt werden, ob was gegen ihn vorliegt und so weiter. Aber Hobbs sagt, nö, das ist nicht nötig und lässt den Kollegen da alleine. Das klingt nicht sehr schlau. Und lassen Sie den gehen. Am 2.12. war ich mit einer Streife bestehend aus PD 71 Reed und PD 44 Sauer zu einer Schießerei geworfen worden. Nachdem ich die Situation erwartet habe, schnappte ich mir einen der TVs, um ihn zu befragen. Nachdem ich die Aussage aufgenommen habe und mir Papiere abzeigen lassen, wollte ich diesen am Streifenwagen überprüfen. Ich rief einen Kollegen Hobbs hinzu, um beim PTV zu bleiben. Herr Hobbs antwortete mir etwas unfreundlich, dass dies nicht nötig sei und ich den TV gehen lassen solle. Ich sagte Herr Hobbs erneut, dass ich gerne die Daten überprüfen würde. Dies wurde abgelehnt, ich sollte den TV gehen lassen, was ich daraufhin tat. Der Mann ist halt noch Rekrut. Ja, das, wenn das stimmt, müssen wir da, das ist, oh Gott. Scheiße. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten mit Hobbs, aber die dachte ich gestern schon geklärt zu haben. Ah, oh, fuck, das ist schon wieder COCP, Alter. Strafvereitlung ist nicht gut. Das ist Strafvereitlung.
schlimmsten Fall ja, wenn die Person gesucht wurde. Aber selbst wenn nicht, hätte man da zumindest noch eine Durchsuchung und was machen müssen. Gut, dann holen Sie Hobbs mal rein. Warum sind Sie nicht im Dienst, Hobbs? Ja, schief. Wegen, also, wenn man 3 Cockpit-Verfahren gesammelt hat, ist dann das 4. umsonst? Was für ein Cockpit? COCP-Verfahren. Was für ein COCP-Verfahren? Eventuell könnte da was kommen, Sir. Hobbs, erstmal, die Frage war, warum sind Sie nicht im Dienst? Oh, ich hatte keine Zeit. Warum hatten Sie keine Zeit? Sie haben gerade 20 Minuten hier vor der Tür gestanden. Ja, aber Sie haben gesagt, Sie gehen sich nur schnell umziehen, kommen dann. Und dann hätten die mir einen Platz weggeklaut, aber ich war zuerst da. Hobbs, Sie sind nicht im Dienst. Und jedes Mal, wenn ich Sie hier habe, sage ich Ihnen, Sie sollen in den Dienst gehen. Ich werde also keine Gespräche mehr mit Ihnen führen, wenn Sie nicht im Dienst sind. Raus aus dem Büro, in den Dienst gehen. Okay. Gut, dann machen wir erstmal den Rest. Mal den nächsten. Hobbs hat gesagt, Sie sollen warten. Habe ich hier Drange? Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? 82. Huckleberry hat mir eine SMS geschrieben, dass ich mich bei Ihnen melden soll. Was ist die Dienstnummer? 82. Kneip. Kneip, ja. Kadett. Korrekt. Kneip. Im Rahmen der Einschätzung durch die Education und das, was Sie bis jetzt geleistet haben, werden Sie von Kadett auf den Recruit Officer befördert. Sie haben die Hälfte der Ausbildung geschafft. Konzentrieren Sie sich weiter darauf. Haben Sie aktuell große Defizite? Groß nicht, aber Ortskenntnis, daran arbeite ich gerade noch. Mm. Aber das ist, glaube ich, normal, dass man da viel Zeit investieren muss. Ja, müssen Sie auf jeden Fall. Ortskenntnisse 1043 sind da natürlich eine große Herausforderung dann, ne? Korrekt, ja. Richtig. Okay, haben Sie sonst eine Frage? Nein, vielen Dank, kann ich nur sagen. Ja, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und gute Arbeit. Danke sehr. Bis dann. Dann noch einen schönen Abend. So, holen Sie mir Hobbs wieder. Gucken Sie Hobbs rein. Reed? Gehört zu mir. Reed, Sie gehen raus. Oh mein Gott. Okay. Sie müssen raus. Okay. Sie können später nochmal kommen. Hobbs. Ja. Okay. Was meinten Sie mit Ihren COCP-Verfahren? Welches? Huckleberry, liegen uns COCP-Verfahren vor? Ja, nicht, Sir. Gut. Was meinen Sie mit Ihren COCP-Verfahren, Hobbs? Also, ich musste gestern bei der Resnanowska. Oh ja, wir haben eine Anzeige gegen Hobbs vorliegen. Ist nur noch kein COCP-Verfahren. Eine Anzeige? Noch nicht. Okay, ich lese mir das ja in Akte wahrscheinlich zu, ja? Okay. Ja. Also, wollen Sie die Kurzfassung? Ronny Hobbs, Polizeigewalt. Absoluter Quatsch, Sir. Den Mann, den ich getasert habe, der hat immer die Hände oben. Deswegen gilt das nicht. Außerdem dachte ich, der ist auf der Flucht und rennt weg. Weil die Kollegen am Sound stehen. Ein Taser ist keine übermäßige Gewalt. Sie brauchen sich da keine Sorgen machen. Ja, außerdem war der davor flüchtig und wer einmal wegrennt, rennt auch zweimal weg. Also habe ich ihn nicht. Ist kein Problem. Okay. Taser ist weder übermäßige Gewalt noch irgendwas. Taser ist vollkommen in Ordnung. Okay, dann zweitens die Sache mit dem Knüppel am Hooker. Sie haben was gemacht? Ich habe doch einen weggekloppt mit dem Knüppel. Ja, das haben Sie mir auch schon erzählt. Genau, da wurde ich gestern auch nochmal darauf angesprochen. Ja, gibt es kein COCP-Verfahren? Könnte aber noch. Hobbs, ich habe kein COCP-Verfahren hier. Links neben mir steht der Officer für die interne Ermittlung da. Es gibt kein COCP-Verfahren. Hören Sie auf, sich das aus dem Arsch zu ziehen. Weiter. Ja, ansonsten. Ganz, Mr. Chief, ich glaube, dass es hier Leute gibt, die mich hier raushegeln wollen, Sir. Was? Mitarbeiter. Warum? Die sich immer wieder über mich beschweren wegen Krimskram. Welche Mitarbeiter beschweren sich denn über Sie? Das weiß ich nicht.
Sie müssen doch wissen, wer sich beschwert. Ich rufe Sie doch in mein Büro. Ja, nicht zu mir. Sie kommen auch nicht zu mir. Ich kriege keine Beschwerden von anderen Kollegen. Aber die Frau Reed weiß davon Bescheid, deswegen wollte ich sie hier haben. Hä? Ich habe eine Beschwerde zu einem Fall, der aber hochgradig fragwürdig ist. Da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich werde Ihnen mal die Vorwürfe dazu vorlesen, ja? Moment, ich mach kurz Flugmodus. Genau. Also, die Vorwürfe sind, am 2.12., das haben Sie mir auch schon mal, das haben Sie mir nicht erklärt. Ich glaube, das war am Freitag. Waren Sie mit einer Streife aus Reed? War eine Streife mit Reed und Sauer bei einer Schießerei? Wer ist denn Sauer? Sauer ist PD44, das ist ein Officer mit Glatze und so einem Kinnbart. Aber okay. Sie waren nicht damit auf Streife. Er beschreibt das nur aus seiner Perspektive. Mit dieser Streife wurden TVs aufgenommen und da wurden Aussagen aufgenommen. Und es sollte an einem Streifenwagen eine Überprüfung geben. Das war ein Rekrut. Und dieser Rekrut hat Sie dazu gerufen, um bei dem Tatverdächtigen zu bleiben. Und Sie haben dem Rekrut wohl gesagt, dass das unnötig ist und man ihn nicht durchsuchen muss, beziehungsweise die Daten überprüfen muss. Weil Sie das gesagt haben, ist der Tatverdächtige gehen gelassen worden und weil der Rekrut logischerweise im Rang unter Ihnen ist. Können Sie sich vorstellen, um welche Situation das da ging? Ich glaube, eine Situation, also ich wüsste nur eine. Das dort bei Raketes Kiosk? Das kann sein, das steht da nicht drin. Ich möchte jetzt kurz, haben wir da eine Location, Huckleberry? Ja, aber ich kann den Rekrut anrufen. Ja. Also ich habe mit einem gequatscht beim Raketes Kiosk. Ja, und? Ich weiß nicht, ob das die Situation war. Ja, dann beschreiben Sie, wenn Ihnen das am nächsten Jahr kommt, was ist denn da passiert? Da waren ganz viele Verletzte. Ja. Die mit Lila haben geschossen. Ja. Mit zusammen. Haben Sie einem Rekruten gesagt, er soll irgendwen gehen lassen? Mir wurde gesagt, dass der Mann schon durchsucht wurde und alles schon abgehandelt wurde. Danke. Und da hat er gesagt, er muss kurz irgendwo hin oder ich weiß nicht mehr genau. Wer hat Ihnen das gesagt? Ich weiß nicht, ein Officer. Welcher Officer hat Ihnen das gesagt? Weiß man, wie der Mann heißt. Ich weiß, wie er aussieht. Hops, das ist schlecht. Haben Sie einem Rekruten gesagt, er soll einen Tatverdächtigen gehen lassen? Nein, der hat zu mir gesagt, ich soll kurz dort stehen bleiben. Ja. Und mich um den kümmern, weil er irgendwo hin will. Und da habe ich gesagt, ja, dass der doch schon abgehandelt ist. Und der wollte nur zurück zu seiner Freunde Glicke hinten laufen. War der denn schon abgehandelt? Mir wurde gesagt, ja. Hops, Sie haben also keine Ahnung, ob der abgehandelt wurde und Sie haben einfach gesagt, was Ihnen gesagt wurde. Ich habe verstanden, dass er schon die Daten von ihm aufgenommen hätte. Ja, und aber er wurde nicht durchsucht. Ich habe verstanden, dass der Mann das schon alles gemacht hat, aber den noch bei sich stehen lassen wollte. Und habe ich gesagt, wenn alles gemacht wurde, dann kann der doch zurück zu seiner Clique hinten gehen. Wenn er durchsucht wurde, wenn er das alles fertig hat, dann kann er doch zu seinen Leuten hingehen. Der Kollege hat die Aussage aufgenommen und wollte sich die Papiere zeigen lassen, also die Personalausweise. Und dazu konnte es nicht mehr kommen, weil Sie gesagt haben, dass der abgehandelt wurde. Aber ich habe gedacht, weil er hat gesagt, dass er von dem die Aussage aufnimmt. Den Ausweis aufgenommen hat und jetzt überprüfen möchte, ob der Mann auf der Fahndungsliste steht, ob der ein Waffenverbot hat, solche Dinge. Wie wir das machen, wenn wir arbeiten, Hops? Ja. Das konnte er dann nicht mehr machen, weil Sie gesagt haben, lassen Sie den frei. Mehrmals. Okay. Haben Sie das? Also ich sage Ihnen ehrlich, ich hab das so verstanden, dass er den schon abgehandelt hat und ich dort nur warten soll, weil er irgendwo hinlaufen will. Und da habe ich zu ihm gesagt, na, wenn er das doch alles abgehandelt hat, also Ausweis und so weiter und die Aussage aufgenommen hat, dann kann der zurück zu seinen Leuten gehen.
Ist der Kollege informiert? Kommt der Rekrut? Ist er da? Ja, der ist hier. Kann ich anrufen. Na, soll der mal herkommen, bitte. Kannten Sie die Person? Ich hab den. Ich weiß den. Den Tatverdächtigen, kannten Sie den? Nein. Okay. Konstantin Thompson von den Lilanen. Bekanntes Gangmitglied. Etliche Vorstrafen. Okay. Kann sein. Aber ich kann. Tatsächlich komme ich daran an den Namen von dem Mann. Ich habe ihn gerade genannt, den Namen. Also, ich dachte, das ist der Rekrut jetzt. Nee. Was fehlte denn dann jetzt noch? Müssen wir gleich herausfinden, ja? Wie gesagt, das finden wir gleich raus. Stand er denn auf der Fahndungsliste? Nee. Okay, gut, dann ist es ja zumindest nichts Dramatisches entstanden. Okay, klingt nach einer klassischen. Klingt nach einer klassischen Misskommunikation. Hops. Ja, der Rekrut hat aktiv um Hilfe gebeten bei Ihnen, Hops. Ja, aber ich. Er hat gesagt, helfen Sie mir auf den aufzupassen, ich muss den überprüfen. Und Sie haben das verweigert, mehrfach. Ich habe verstanden, ich soll bei dem bleiben. Hops, ja. Was Sie verstanden haben, ist jetzt erstmal nicht mehr, relevant, ganz kurz. Ich habe verstanden, dass es ein Missverständnis gibt. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass dieses Missverständnis nicht nochmal stattfindet. Ja? Okay. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, was Sie verstanden haben. Es ist angekommen. Was Sie verstanden haben, ist nicht das, was anscheinend passiert ist. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Denn ansonsten können Sie kein Officer sein, weil Rekruten logischerweise sich an Officern orientieren. Verstehen Sie? Wenn ich die Stützräder wieder an Ihre Schuhe zimmern soll. Nein, lassen Sie ab, ich kann das. Ja, dann zeigen Sie auch, dass Sie das können. Der soll bitte reinkommen, wenn er das da vorne ist. Nee, das ist denn in der schwarze Haare. Ja, der ist das. So, wen haben wir hier? Oh, das ist der Rekrut Martens. Dem ist Martens. Das Ganze passiert. Ja, hallo. Martens, beschreiben Sie die Situation mal. Wir sind hier in einem offenen Gespräch. Ich will es nur mal ein bisschen genauer verstehen. Ja, ich war so, dass ich war in der Schießerei bei den Lilanen. Ja. Dort unten an diese Raketekiosk. Ja. Und nachdem sich die Situation ein bisschen beruhigt hat, wir sollen ja nicht in ein offenes Schussgefecht, ja, genau. Habe ich angefangen mit Kollegin zusammen und meinen Streifen. Ja. Ich mach mal kurz den Funk aus. Natürlich. Habe ich angefangen, mir einen TV zu schnappen und habe die Aussage wollte ich aufnehmen und Papiere natürlich. Die Aussage wollte der Herr verweigern. Er hat etwas erzählt von, es ging um ein Stück Kuchen und dass deswegen ein Streit ausgebrochen ist und dann ja, kam es zu diesem, genau so. Jedenfalls wollte ich dann noch die Papiere überprüfen an unsere Streifenwagen. Ja. Und hat Herrn Hobbs gesehen, also und der ist dann vorbeigelaufen. Ich habe den Herrn Hobbs zu mir gerufen und habe gefragt, ob der Herr Hobbs auf die Person eben aufpassen kann. Und ich wollte die Papiere überprüfen. Auf der Fahndungsliste? Der stand tatsächlich nicht mehr der stand nicht auf die Fahndungsliste. Aber Sie wollten, was meinen Sie mit Papiere überprüfen? Ich wollte quasi den Ausweis, also mit dem Namen, wollte ich zum Streifenwagen gehen. Ja. Und schauen, ob diese Person auf die Fahndungsliste steht. Okay, und das konnten Sie nicht tun? Nein, Herr Hobbs hat gesagt, die Person schon abgearbeitet ist. Ja, und dass ich diese Person gehen lassen soll. Haben Sie Herr Hobbs erklärt, was Sie machen wollen? Ja, das habe ich. Was haben Sie gesagt? Ich habe gesagt zu Herrn Hobbs, dass ich gerne die Aussage überprüfen würde, beziehungsweise die Papiere. Sie müssen klarer definieren, Martens, was Sie damit meinen. Wenn Sie sagen, Sie wollen die Papiere überprüfen, ist das eine missverständliche Aussage. Sie überprüfen nicht die Papiere, Sie checken die Fahndungsliste gegen. Okay. Sie müssen also sagen, präzise, hallo Herr Hobbs, ich brauche kurz Ihre Hilfe, passen Sie auf diesen Tatverdächtigen eine Sekunde auf. Ich muss kurz die Fahndungsliste mit seinem Namen überprüfen und nicht, ich muss die Papiere überprüfen, weil Sie sind nicht Interpol. Ja, das werde ich so machen dann. Ja, das ist wichtig. Solche Missverständnisse sind Grundlage für Verfahren, die einfach dann schiefgehen. Klare, direkte Kommunikation ist wichtig, Martens. Ja, das kann ich verstehen, natürlich. Ja. In diesem Fall hat Ihnen Mr. Hobbs allerdings nichts Böses gewollt. Er hat uns das gerade auch schon erklärt. Da ging es einfach nur darum, dass er davon ausgegangen ist, dass Sie eine Abhandlungsposition wie Durchsuchung, Personalausweis, Zeugenaussage aufnehmen wollten, das aber allerdings schon geklärt war. Verstehen Sie? Das war von meiner Seite auch nicht böse gemeint. Ich wollte einfach nur, dass
wollte diese Person nicht gehen lassen, ohne dass ich halt auf die Fahndungsliste geschaut habe. Dass ich mich natürlich da falsch ausgedrückt, das tut mir leid. Kannst du dich entschuldigen? Alles in Ordnung. Wir haben es aufgeklärt, das ist wichtig. Der Tatverdächtige stand nicht auf der Fahndungsliste, haben wir auch schon festgestellt. Es ist kein Fehler passiert. Es hätte ein Fehler passieren können. Das haben wir jetzt aufgearbeitet und damit ist es gut. Super. Sie können zukünftig immer fragen, aber fragen Sie mit präzisen Aussagen. Ich muss jetzt das machen. Bleiben Sie bitte hier kurz beim Tatverdächtigen. Können Sie mir helfen? Das ist kein Problem. Ja, das werde ich so tun. Alles klar, Martens. Das war's schon. Dankeschön. Gehen Super, Sie. Vielen Dank. Gut, damit ist es geklärt. Okay, haben wir sonst noch was auf der Liste, Ops? Nee. Also wenn das mit den Verfahren, was da kommen könnte, Hops. Der HGBI weiß ja Bescheid, dann ist egal. Es kann den ganzen Tag ein Verfahren kommen. Wissen Sie, wenn ich danach handeln würde, und das müssen Sie sich merken, wenn ich danach handeln würde, was wie sein könnte wegen COCP-Verfahren, dann würde ich kaum noch richtig Polizeiarbeit machen können. Sie müssen Folgendes verstehen. Ich bin Ihr Körperschild, wenn es um COCP-Verfahren geht. Officer Huckleberry neben mir ist der leitende Ermittler für Internal Affairs. Alles, was wir machen, ist, wir klären es auf, aber wir sind auch dafür da, dass Sie mit gutem Gewissen Ihre Arbeit machen können. Wir rufen nicht irgendwelche COCPs aus, wir versuchen, Sie davor zu schützen. Also haben Sie keine Angst, aber nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Verstehen Sie das? Ja. Es geht nicht darum, dass Sie den ganzen Tag denken, Sie werden entlassen. Das werden Sie nicht. Machen Sie Ihre Arbeit so, dass Sie keine Angst haben müssen. Wir sind hier dafür da, dass Sie das auch können. Okay. Alles klar? Mhm. Gut. Dann, wenn Sie nichts mehr haben, können Sie endlich in den Dienst gehen. Also richtig. Jawohl. Gut, na dann. Hattest du noch was, Miss Hagebi? Nee, ne? Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Okay. Dann? Gut. Ich muss Ihnen sagen, mit der Abhandlung bin ich nicht zufrieden. Was ist passiert? Ja, zum einen haben wir Martens gerade den Krähen zum Fraß vorgeworfen. Welchen Krähen? Geben wir uns gerade noch einen Moment. Sekunde. Na klar. Naja, der Martens wird jetzt nie wieder was melden. Wieso soll der was melden? Was ihm das ist doch kein Problem. Ein Fehlverhalten von einem Kollegen missfällt. Aber das ist die Realität. Hobbs wird den jetzt hier im PD rund machen. Hobbs? Mhm. Hobbs wird ihn rund machen. Wird ihn bei Kollegen unter den Bus werfen, wird ihn als Verräter brandmarken und sowas. Was? Mhm. Wie kommen Sie darauf? Hobbs erleidet seiner Aussage Hobbs nach... Hobbs hat so Dinge schon angedeutet. Dann holen Sie ihn wieder her. Holen Sie ihn wieder rein. Ah. Lynch? Ja, Tucker hier. Ich bin durch jemand Frau Resnikova, Sie unter einem Sechs-Augen-Gespräch. Resnikova? Ich? Ja. Ich weiß nicht, wo Resnikova ist, aber wenn Sie mit Resnikova, dann kommen Sie vor meinem Büro und warten Sie. Ja, wir sind gerade noch im DOJ, wir sind gleich unterwegs. Alles klar. Mr. Doyle. Mr. Lynch. Kann ich Sie gleich zurückrufen? Ich bin gerade in sehr, sehr dringlichen Gesprächen hier. Ja, nur ganz kurz vorweg. Ja. Es kann sein, dass gleich zwei Officer auf Sie zukommen. Die haben einen Beschluss von mir in der Tasche. Den haben die tatsächlich von mir. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich Resnikova und Tucker. Ja, genau die beiden. Da habe ich schon angerufen. Gut, danke, weiß Bescheid. Ich habe gedacht, Beschluss drüber zu schreiben und ein Siegel drunter zu kleben. Ich habe gerade den Kindergarten abgerissen. Alles klar. Ja, der Kindergarten ist abgerissen und es ist ein schöner Kamin alles jetzt da drin. Bis dann. Hops. Eine Sache, eine letzte Sache noch. Was mir gerade zugetragen wurde ist, und das möchte ich Ihnen einfach gegenüber nochmal erwähnen. Ich habe den Eindruck, dass Sie im Polizeidepartement besonders viel Ellbogen beweisen müssen, weil die Kollegen Sie nicht ernst nehmen. Glauben Sie das auch? Ehrlich gesagt, ja. Gut. Umso mehr werde ich jetzt einmal eine Sache sagen, die mir wichtig ist. Mir ist die wichtig. Mhm. Die Situation, die wir gerade hatten mit dem Kollegen Martens, ist eine Situation, die auf Basis der unterschiedlichen Dienstränge und potenziellen Fehlverhalten geklärt werden konnte. Es gab kein Fehlverhalten oder zumindest es gab ein Missverständnis, was aber nicht mutwillig war. Damit ist das durch. Sollte ich allerdings mitbekommen, dass Sie deswegen
irgendwelche Kollegen unter den Bus werfen oder ihn beschuldigen, dass er ein Verräter sei oder irgendetwas, mache ich sie einen Kopf kürzer. Aber das habe ich doch noch nie gemacht. Ich möchte das prophylaktisch einfach mal sagen. Das ist wichtig. Ich verstehe, dass Sie sich hier durchbeißen müssen und das Polizeidepartement für Sie eine andere Erfahrung ist als für Kollegen, die nicht ihre charakterlichen Ausprägungen haben. Das verstehe ich. Ich will aber in diesem Augenblick, weil Sie auch damals immer von Snitches und sowas gesprochen haben, das haben Sie nicht das erste Mal, das haben Sie nicht einmal vor mir gemacht, sondern das haben Sie mehrmals vor mir gemacht. Ja. Möchte ich nur noch mal sagen, dass das, wenn das zur Folge haben sollte, dass sich Leute, dass Sie sich dann dementsprechend so über Leute auslassen, wie Sie das erlebt haben, dann werden wir ein Problem bekommen. Aber eigentlich mache ich das nicht. Eigentlich klingt aber nicht sehr überzeugend. Also wann habe ich denn das letzte Mal gesnitcht? Ich möchte Ihnen das sagen, dass ich das nicht vorkommen lassen will. Ich möchte nicht, dass Sie über Kollegen lästern. Ich möchte nicht, dass Sie über Kollegen herziehen. Ich möchte nicht, dass Sie das tun, was Sie glauben, Sie hier zu erleben. Darf ich mich rechtfertigen? Ich glaube nicht, dass es auf Basis einer Rechtfertigung angebracht ist gerade, aber was möchten Sie sagen? Ich wollte nur sagen, dass ich über keine Kollegen läster oder so. Okay. Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, dass es welche hier gibt, die über sich Sie wünschen lästern. Würden, dass ich nicht mehr hier arbeite. Ja. Weil mir das so vorkommt. Aber Sie, warum kommt Ihnen das so vor? Das kann ich nicht erklären, weil die immer... Wer ist immer, die? Naja, wenn ich sowas mitkriege oder so. Jetzt zum Beispiel der Mann hier. Was der, ist mit Herrn Martens? Der Martens. Ich habe nichts gegen den. Ehrlich gesagt, wusste ich bis vorhin nicht mal, wer das ist. Ja. Aber der hätte theoretisch ja erst nochmal mit mir quatschen können, bevor es dann direkt hoch zum Büro geht, damit ich das mit dem vorab schon mal kläre. Wieso sollte er das tun? Na, dass ich dem... Naja, eben damit es eben... Na, dass man... Es gibt Sachen, die kann man doch unter sich klären. Aber glauben Sie, das war eine Sache, die man unter sich klären sollte, wenn es um Fehlverhalten im Dienst geht? Na, da... Nee, das war ein Kommunikationsproblem. Ja. Das ist okay, aber es gibt auch andere Situationen, da wird das direkt hochgetragen, bevor... Wer macht das denn? Ich kenne die Namen, wie gesagt, von den... Ja, was denn für Situationen? Welche Situationen? Das war nur ein Beispiel. Ich habe jetzt keins parat. Ja, Sie haben keins parat, weil es keins gibt. Ich kriege zu Ihnen keine Meldung von irgendwelchen Leuten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dann... Nein, kriegen Sie aber nicht. Ich kriege die nicht. Ich sage nochmal, wer sind die... Weil die gibt es nicht. Auf mich kommt niemand zu, weil jemand zu mir kommt und sagt, Hobbs hat wieder Scheiße gebaut. Sie bauen vor mir Scheiße. Sie machen das vor mir. Sie denken, sie kommen zu mir, berichten das selber oder machen vor mir den Blödsinn. Da kommt niemand zu mir. Auch die Martens-Sache hat keiner gemeldet. Ich habe das durch Zufall mitbekommen. Also wer ist die? Ich habe jetzt keinen Namen, wie gesagt. Aber die kann es nicht geben, weil die auch nicht zu mir kommen. Es gibt, ich kann Ihnen das im Rahmen meines Amtes schwören. Kein Officer kommt zu mir und nennt Ihren Namen und sagt, Hobbs hat wieder heute. Es gibt keinen. Es gibt leider keinen. Okay, wer ist manche? Keine Ahnung. Aber ich habe schon mitgekriegt, dass dann irgendeine Person, wo ich nicht weiß, wer das eigentlich ist, gesagt hat, ja gut, dann muss ich damit wohl zum Chief. Auch wenn die das vielleicht nur Spaß gemeint haben, wusste ich nicht. Ich weiß vielleicht wollen die, dass Sie was lernen aus Ihrem Verhalten, wenn was schiefgelaufen ist. Ja, die sagen immer, dass ich sauer auf die bin und dass ich mich blöd äußere. Wer ist denn die, Hobbs? Wenn Sie noch einmal die sagen, dann werde ich hier gleich Ihre Mütze einziehen. Ja, der Typ, der halt. Ich weiß nicht, wer. Der andere. Wenn Sie eine Beschwerde haben oder wenn Sie glauben, dass Sie im Rahmen Ihrer Arbeit diskreditiert werden und das nicht wertgeschätzt wird, möchte ich wissen, von wem spezifisch. Wenn ich einen Namen habe, komme ich damit zu Ihnen. Würden Sie das? Ich dachte, man sollte das erst privat unter sich klären. Ja, aber Sie sagen doch gerade, dass ich wegen dem zu Ihnen kommen soll. Ja, und ist es denn eine fachliche Beschwerde, weil Ihre Polizeiarbeit nicht richtig gemacht wird, oder ist es ein zwischenmenschlicher Disput? Eventuell, ja, das ist wohl herauszufinden. Ja, und wie macht man das?
Mit Talking. Ja, und darum gehen Sie zu ihm und sprechen mit ihm. Sie müssen unterscheiden. Folgendes. Sie müssen unterscheiden, es gibt auf der einen Seite fachliche Sachen, die uns gemeldet werden, weil gewisse Dinge nicht richtig laufen. Und dafür sind wir zuständig. Und ich mache Ihnen dafür auch keinen Einlauf. Wenn Sie fachlich irgendwas nicht können, sage ich Ihnen, machen Sie das besser. Ich gebe Ihnen einen Einlauf, wenn Sie halt mutwillig verkacken und sich selbst labotieren. Oder wenn Sie zwischenmenschlich irgendwelche Schritte machen, die absolut idiotisch sind. Und wenn Sie von Kollegen erwarten, dass die auf Sie zukommen für zwischenmenschliche Probleme, erwarte ich von Ihnen, dass Sie auf Kollegen zugehen für dasselbe. Das hat aber mit fachlich nichts zu tun. Okay. Ja, das ist wichtig. Huckleberry, haben Sie noch was? Nee, das war's. Eine Sache vielleicht noch. Ich lästere auch. Aber nicht über Kollegen, sondern über das M, die vom P-Box. Das aber ja auch das ist okay, oder? Ja, das ist in Ordnung. Gut. Wer macht das nicht, ganz ehrlich? Wirklich, sonst lässt er nichts. Nee, ja, ist gut. Ja, dann los. Okay. Das HGB ist almanische Krieger, ein Lästern. So, wen haben wir hier? Crow? Miller. Miller. Ach, verdammte Scheiße, Sie und Ihre Frisuren machen mich fertig. Ja, von Hopf. Oh, danke. Miller, ja. Was gibt's? Ich sollte mich bei Ihnen melden. Sie sollten sich bei mir melden. Ja. Scheiße. Mindestens hat dies die SMS von Huckleberry. Huckleberry, das ist diese Sache. Ja, ja, ja. Okay. Wo fange ich an? Waren Sie am Samstag im Dienst? Also gestern. Ja, das ist, ich weiß, welchen Wochentag wir haben. Ja. Okay. Irgendwelche Sachen, die Sie mir berichten können? Lass uns mal überlegen. Ich war zusammen mit Lipton und Huckleberry auf Streife. Ja. Können Sie mir den Zettel nochmal geben, Huckleberry? Ah, ja, natürlich. Ja. So, und dann was dann? Ja, nee, eigentlich nichts. Also, sind mit dem Karakara gefahren. Hm. Ja. Eine Menge Shopräuber abgearbeitet. Oh ja, wärmer. Geht's um die Rollerfahrer? Geht's um die Rollerfahrer, fragt er mich, Huckleberry. Unglaublich. Alle drei Rollerfahrer. Um so. Den Karakara rumgefahren sind, als wäre der nichts. Miller. Ja. So langsam trennt sich ja im Rahmen Ihrer Ausbildung auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Mhm. Und wir erwarten, gerade wir mit Bezug auf das Leitungspersonal des Los Santos Police Departments, erwarten von unseren Kolleginnen und Kollegen auch, dass sie im Rahmen ihrer Arbeit nicht nur durch Initiative sich hervortun, sondern eben auch durch Fähigkeiten. Können Sie mir bitte erklären, wie im Zusammenhang mit den Rollerereignissen das mit Initiative und Fähigkeiten zusammenpasst? Nun ja, wir haben beim ersten Shopraub sind die Rollerfahrer im Nachhinein dazugekommen. Im zweiten Shopraub haben wir sie bei frischer Tat ertappt, haben die Verfolgung aufgenommen. Und? Der Rollerfahrer hat es geschafft, in den engen Gassen von den Vespucci-Kanälen unseren Karakara abzuhängen. Gott, Sie haben sich also nicht getraut, mit dem Karakara einfach diesen Roller wegzupitten? Nee. Zum Miller, ersten hören Sie war mir ich mal zu. Fahrer und Miller. Zum zweitens endlich den Roller nicht gepittet. Miller. Folgendes. Und das ist auch das Relevante, was hier was auf meinem Notizzettel steht. Herzlichen Glückwunsch, Sie wurden befördert. Vielen Dank. Officer Third Class, Miller, richtige Entscheidung, Sie hätten ihn nicht pitten dürfen. Manchmal muss ich mir auch ein paar Sachen aus den Fingernägeln saugen, aber Sie haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank. Kann ich meinen Teilnahmsgutschein wieder haben? Ja, Sie kriegen Ihren Teilnahmsgutschein wieder. Ich habe selber einen noch. Ich muss da auch nochmal hin. Der war 20%. So einen großen haben Sie nicht. Doch, ich habe auch einen. Ich habe genau einen. Sie haben 15%. Nein, ich habe einen 20%iger. Und? Natürlich, ich kaufe doch bei Benefactor. Der Auto hinter mich angelogen. Nein, das ist mein. Ja. Gibt's nicht mehr. Die gibt's noch. Ich habe meinen schon eine lange Zeit. Miller, bleiben Sie am Ball. Ein Auto jemals verkauft. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Haben Sie Fragen? Aktuell nicht, nein. Alles das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist natürlich hinfällig. Sie machen großartige Arbeit, die Education ist begeistert, ich bin begeistert. Ich freue mich, dass Sie jetzt endlich den Schritt in den vollwertigen Polizeidienst geschafft haben. Hat ja auch lang genug gedauert und deswegen... Zum zweiten Mal, ja. Gute Sache. Gut, na dann. Alles klar. Raus mit ihm. Ich bin übrigens das ganze Wochenende mit den ganzen Rang 1 und 2 rumgefahren, habe mir die alle angeguckt. Die kriegen jetzt noch eine Liste mit Beförderungsvorschlägen. Hm.
So. Wen haben wir hier? Na, Bent, die 85, Gas. Sie sollten zu mir kommen. Huckleberry genau. Hat ihm Bescheid gesagt, haben. Korrekt. Yes. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen auf Streife. Genau. War das die Streife, wo sie das mit dem Zelt hatten? Nee, ich glaube nicht. Das war wer anders. Nee. Nichtsdestotrotz, Zelt hin oder her. Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, langfristig ein Zelt im Polizeidepartement aufzubauen, muss ich Ihnen natürlich auch entsprechende Befähigungen im Dienst geben. Deswegen werden Sie befördert, Gels, auf Recruit Officer. Ich danke Ihnen. Sie machen eine gute Arbeit. Sie haben es aus dem Kadettstatus definitiv herausgeschafft. Wenn Sie sich weiter konzentrieren, werden Sie vollwertige Officer. Haben Sie eine Frage? Bisher nicht. Alle weiteren Fragen bisher stelle ich immer den jeweiligen Officern, die gerade mit dabei sind. Alles klar. Super. Wenn Sie trotzdem irgendwas haben, kommen Sie zu mir. Wenn ich hier bin, bin ich da. Wie philosophisch. Genau. Und ansonsten können Sie gehen. Haben Sie gut gesagt. Schönen Abend noch. Ja. Gut. Da sind jetzt auch die beiden Rekruten dabei, die Winters mit auf seinen Rave genommen hat, aber trotzdem machen die ja gute Arbeit. Mhm. Guten Abend, Chief. Name? I-47 Evans. Mr. Evans. Sie sollten herkommen wegen Huckleberry, richtig? Korrekt. Bisschen Party gemacht die letzte Zeit, hm? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Mhm. Sie klingen oder so verschnupft. Dienst, ne? Ja, das ist aber ein Dauerthema. Probleme mit der Nase. Ja. Evans, nehmen Sie Drogen? Nein, um Gottes Willen. Mhm. Sie hätten also kein Problem, wenn wir jetzt ganz spontan und unangekündigt eine Probe Ihrer Haare nehmen würden und die schicke ich zum Department of Justice durchs Labor? Kein Problem. 47 war das, ja? 47, ja. Evans, seit wann sind Sie im PD? Ende Oktober, ja. Bisschen lange. Dafür, dass Sie kein Officer of Third Grade sind. Ja, das ist richtig. Dann ändern wir das doch. Herzlich willkommen, Evans. Sie sind offizieller Officer of Third Grade. Sie haben es geschafft, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen, trotz Ihres kleinen privaten Raves, von dem ich gehört habe. Vielen Dank, Sir. Denke ich, dass Sie die Befähigung haben und die Möglichkeiten, da draußen auf der Straße entsprechende Maßnahmen anzuwenden und das auch richtig durchzuziehen. Sie dürfen sich dann von Officer Reed auch Ihren Hut abholen. Das ist so ein Police-Hut. Ich weiß nicht, ob er mit Ihrer Spiegelfrisur... Ja, das ist, glaube ich, mit der Frisur nicht vereinbar. Aber na, ansonsten müssen Sie da halt das eine oder das andere abwägen. Ja. Haben Sie eine Frage, Evans? Nö, ich bedanke mich erstmal herzlich. Und ich gratuliere Ihnen natürlich. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie es geschafft haben. Gute Arbeit. Vielen Dank, Sir. Gehen Sie. Er macht also den Test, weil er ein absolut reines Gewissen hat. Ja, außer Winters hatten die Rolle nur Alkohol intus.